Junge. Kannst aber übertreiben. Okay. 12 Uhr! Komm her, Kumpel! Ich konnte zuerst gar nicht zielen. Kann nicht laufen! Oh, Scheiße! Schaff mich weg von hier! Wir bringen dich hier raus, halte durch! Wir müssen zum Verwundeten-Nest! Hallo? Okay. Also die Steuerung hier ist nicht gerade. Wir müssen in Deckung! R1 gedrückt. Nein, ich habe L1 gedrückt. Scheiße! Vorsicht! Genau da. Das ist getroffen! Weiter! Das Problem ist die Sicht hier. Sobald ich den ziehe, weiß ich nicht, soll ich rückwärts gehen, soll ich vorwärts gehen. Jetzt gucke ich wieder so. Jetzt kommt die Granate. Scheiße! Hier kommen wir runter! Ich hab dich! Unschleim! Hallo? Hallo? Ich kann nicht in Deckung gehen. Willst du mich verarschen? Ich kann nicht in Deckung gehen. Leer geschossen! Ich kann nichts machen, ich konnte nicht in Deckung gehen. Bleib einfach nur da stehen. Was ist das? Das geht gerade ein bisschen komisch von der Hand, die ich sage. Ja, weil es so stockt mittendrin. Ja. Headshot ins Knie. Ja, ich versuche nicht zu halten, jetzt kann ich wieder nicht. Ja, genau. Kommt sie rauf! Los, los! Endlich geschafft. Das Problem ist wirklich, dass es mittendrin stockt. Also, und ich komme mich nicht in Deckung, gar nichts. Ich stand einfach da. Okay, bleib bei mir. Seine Däne! Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich, kann ich... kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen?
Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhört! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Wir haben ihn gehört. Bewegung! Hier ist Munition, Private. Hat er. Hier ist Munition bei ihm. Bewegung! Hier, Daniels. Ohne Fisch. Aber echt ein bisschen. Seien Sie bereit für den Angriff, sobald wir das Farmhaus erreichen. Bewegung! Die reißen den Strand in Fetzen! Ja, das Ziel ist, weil du hast den im Visier, aber du schießt trotzdem drüber. Schon mal aufgefallen. Vorhin habe ich den aufs Knie geschossen und habe einen Headshot gekriegt. Ah, jetzt. Ist halt kein Battlefield. Er hat sich super weit weggeworfen. Das war der letzte. Jawohl. Und du zielst manchmal direkt auf die drauf, schießt und kriegst keinen Treffer. Ja. Gerade eben auch. Granate geworfen! Seite erwischt, oder? Ich glaube, ich schieße gerade auch. Ja, von vorne. Ja. Also. Oh, da kommt. Jetzt lass ihn, dass er dir nicht kein Fehler haben kann. Da kann dir noch Munition geben. Nein, hier irgendwo. Ich brauche Munition, Lieutenant! Achtung, Daniels! Aber keine Granaten, nur Schussmunition. Okay. Haben zwar geballert wie blöd, aber du musst alle killen. Verstanden! Machen sonst gar nichts. Zerstören. Toll. Explosion! Oh. Ja. Das hat mich nicht so verstanden, dass
Bundesregierung. Genau. Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Pearson. Ich brauche einen Bericht über die Verluste. Es gab zu viele. Aber wir haben den Strand eingenommen. Für einen verdammt hohen Preis. Also, du bist da, aber. Ah, jetzt. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengefleckt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Was sagt er jetzt? Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Kopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Ja, du merkst aber, die Stimmen schwanken, sie sind leiser, lauter, natürlich, leiser, lauter. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber als es eine Heldentat ausgeführt von zwei, das zweite habe ich ja direkt erschossen. Erinnerung, 0 von 3 gefunden. Ich wusste gar nicht, dass man da was finden kann. Das ist immer so, weil. Man müsste sich ein bisschen umgucken, halt, wenn du so da unterwegs bist. Also, Operation Cobra. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Na dann wollen wir nochmal befreien. Ja. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen La Motta. Schmeling würde La Motta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Stark. Genug davon. Okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! An, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ah, ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Mhm. Und jetzt hast du erste Hilfe und Munition. Ja. Und Panzer. Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja. Das ist ein feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs!
festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Wieso ist das so laut, obwohl er weiter weg ist als vorhin? Das ist das Einzige, was nicht so ganz passt, finde ich. Ja, kommt bestimmt noch ein paar Updates. Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerinpass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brach ihm Artikel 15 und deine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Langsam kapierst du's. Und deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um's zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Bescheid futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, ne? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher. Halt in Stukas. Mierda. Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Wir müssen unsere Schirme beschützen!